Hallo liebe Geschwister, wir wollen fortfahren mit dem Epheserbrief. Wir hören heute aus dem 4. Kapitel die Verse 1 bis 16 und ab diesem 4. Kapitel beschäftigt sich Paulus ganz bewusst mit dem Thema Gemeinde. Ich bitte euch als jemand, der in Haft ist, weil er zum Herrn gehört, führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat. Voller Demut, Freundlichkeit und Geduld, ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Friede ist das Band, das dabei alles zusammenhält. Ihr seid ein Leib und ein Geist lebt in euch. So ist es ja auch eine Hoffnung, zu der euch Gott berufen hat. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und ebenso nur einen Gott, den Vater von allem. Er steht über allen und wirkt durch alles und erfüllt alles. Jeder einzelne von uns hat seinen Anteil an der Gnade erhalten, die Christus uns schenkt. Darum heißt es, er ist in die Höhe hinaufgestiegen, einen Zug von Gefangenen führt er heim, den Menschen brachte er Gaben. Er ist hinaufgestiegen, was bedeutet das denn anderes, als dass er auch zu den Niederungen der Erde hinabgestiegen ist? Derselbe, der hinabgestiegen ist, ist auch hoch über alle Himmel hinaufgestiegen, denn er sollte alles mit seiner Gegenwart erfüllen. Und derselbe war es auch, der jedem seine Gabe geschenkt hat. Die einen hat er zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten und zu Verkündern der guten Nachricht und wieder andere zu Hirten und Lehrern. Deren Aufgabe ist es, die Heiligen für ihren Dienst zu schulen. So soll der Leib von Christus aufgebaut werden. Am Ende sollen wir alle vereint sein im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir sollen zu vollkommenen Menschen werden und reif genug, Christus in seiner ganzen Fülle zu erfassen. Denn wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein, ein Spielball von Wind und Wellen im Meer zahlreicher Lehren. Sie sind dem falschen Spiel von Menschen ausgeliefert, die sie betrügen und in die Irre führen. Dagegen sollen wir an der Wahrheit festhalten und uns von der Liebe leiten lassen. So wachsen wir hin in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch alle stützenden Sehnen. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Liebe Geschwister, wir merken, wie komplex Paulus spricht. Wir merken, wie stark er eigentlich sich bewusst reingibt und mit welcher Autorität er auch das unterstreicht. Denkt daran, dass ich in Haft bin. Sozusagen noch einmal als besonderes Zeichen, ich habe es euch vorgelebt, nun hört genau zu, nun führt ein Leben, das letztlich dem Herrn gehört. Und er führt einige Dinge auf, Demut, Freundlichkeit und Geduld und vor allem eben Liebe. Demut, der Mut zum Dienen. Ein Wort, was häufig heute verloren geht. Und tatsächlich, Gemeinde ist nicht nur ein normales Zusammensein von Menschen, sondern auch eine Dienstgemeinschaft Christi. Und dieser Gedanke spielt bei Paulus immer wieder eine Rolle. Ansonsten betrachtet er sehr genau in diesem Abschnitt das dreifache Werk eigentlich Gottes, das er wirkt. Nämlich der Geist, der letztlich die Einheit schafft zwischen allen, die zur Gemeinde gehören. Jesus,
als das Haupt, als der Herr der Gemeinde, der damit die Gemeinde führt und der die Gemeinde auch ein Stück zusammenhält, der die Gemeinde, der Gemeinde die Richtung zeigt. Und schließlich der Vater, der letztlich in der Gemeinde mit seinen Plänen ans Ziel kommt. Für mich schon spannend, wie er das aufdröselt auch, wie er diesen Text immer wieder auch diese drei Dinge ganz bewusst sagt. Es gibt Gemeinde nicht ohne den Geist Gottes. Es gibt Gemeinde nicht, wenn sie sich nicht an Christus ausrichtet, sie wird untergehen. Und wenn sie nicht bereit ist, dass Gott durch sie hineinwirkt in die Welt. Interessanterweise wird das Wirken aber als erstes gar nicht mal so sehr auf die Welt bezogen, sondern vor der Welt soll man so leben. Aber das Entscheidende ist, es soll einander zurüsten. Bei Christus im Vers 8 haben wir sehr bewusst dieses Hinaufsteigen. Er nimmt da ein Bild aus Psalm 68, den 19. Vers auf, wo der siegreiche König in Jerusalem einzieht und die Gefangenen hinter sich herbringt. Dieses Bild eigentlich auch dafür, dass Christus nun den Sieg errungen hat und in seiner Himmelfahrt letztlich gefangen führt all die Mächte und Gewalten, die eigentlich alles Widergöttliche Vorhaben, die Heiligen eigentlich so bedrängen, sie sind längst besiegt als Gefangene. Und so wie der König, der in Jerusalem einzieht, aus der Beute schließlich austeilt in reichen Zügen und jeden, der am Rand steht, beschenkt mit den Gaben, so beschenkt Christus letztlich auch seine Gemeinde mit Gaben. In diesem Falle erinnert er aber auch, er ist ja dazu in die Welt gekommen. Im darauffolgenden Vers geht es um die Menschwerdung. Christus ist Mensch geworden, damit er dann all das erringen kann. Und gleichzeitig erinnert er ist ins Totenreich hinabgegangen, damit auch dort letztlich die frohe Nachricht erklingt, damit auch dort letztlich die Gefangenschaft, die der Tod ausübt, gebrochen wird. Das ist schon ziemlich deutlich. Und dann aber weist er darauf hin, wie sich das Ganze in der Gemeinde auch entfaltet. In unterschiedlichen Gaben. Es bekommt nicht jeder dasselbe, sondern es gibt verschiedene Gaben. Und alle Gaben sind hier interessanterweise Dienstgaben. Dienstgaben, die er gibt, einander zu dienen. Und da hat er interessanterweise sehr deutlich auch zuerst die Apostel genannt. Apostelos, eigentlich die gesandt sind. Die Gesandten, um zu verkünden, um zu erzählen, um an einen Adressaten die Botschaft zu bringen, Apostel, die letztlich beauftragt sind, von Jesus Christus zu erzählen. Als zweites tauchen die Propheten auf. Propheten als Verkünder der guten Nachricht, allerdings Prophetentum nicht in dem Sinne wie im Alten Testament, als die Gottes Wort letztlich weitergeben, sondern in dem Sinne, die mahnen und erbauen durch Dinge, die ihnen geoffenbart werden, erbauen und mahnen, damit Gemeinde die frohe Botschaft aufnehmen kann. Sozusagen Menschen, die von Gott gezeigt werden, bekommen, wie Widerstände auszuräumen sind und die eben auch tatsächlich dadurch die Gabe haben, es diese frohe Botschaft weiterzugeben. Auch aus der Lehre heraus. Dann Hirten und Lehrer. Lehrer, klar, die Menschen helfen im Glauben zu wachsen und Hirten, die eigentlich, ja, Hirten ist fast so eine Art, ja, Seelsorgeamt.
Menschen, die sich kümmern, die da sind, Menschen, die den anderen nicht aus dem Blick verlieren, Menschen, die das Ganze auch ein Stück zusammenhalten. Und dann macht er deutlich, all diese unterschiedlichen Gaben dienen aber nur dem einen einzigen, nämlich der Zurüstung der Gemeinde. Sie dienen den anderen, er nennt sie die Heiligen, die eben zu Gott gehören, damit diese erbaut werden. Und das Bild des Leibes letztlich macht es deutlich, von Christus her sind alle Dienste dazu da, wie auch die Muskeln unterschiedlich dazu da sind und die Sehnen, um letztlich das Ganze in die richtige Richtung zu führen. Das würde eigentlich heißen, dass letztlich diejenigen, die Verantwortung in der Gemeinde haben, alles daran setzen müssten, dass Gemeinde in der Tiefe und im Dienst als Dienstgemeinschaft wächst. Also in Richtung allgemeines Priestertum aller Gläubigen. Da geht es nicht um, was man heute häufig hat, dass man das Gefühl hat, die Ehrenamtlichen sollen all die Lücken füllen, sondern es geht darum, dass Menschen zugerüstet werden, ihre Gaben, die sie von Gott empfangen haben, zum Wohl der Gemeinde so einzubringen, dass Gemeinde wächst in die Tiefe hinein, dass Menschen Begegnung mit Christus immer mehr ermöglicht wird, damit sie Christus in allen erkennen. Das ist schon eine Herausforderung, dass man Menschen Mut macht, sich bewusst in die Gemeinde einzubringen. Und ich denke, in vielen Gemeinden stehen wir da ziemlich am Anfang. Wir haben dieses Priestertum aller Gläubigen, gerade auch durch das Hauptamt, auch gerade auch durch das Pfarrherrenbild, ganz schön verkommen lassen. Schade. Denn der Christus verherrlicht sich nicht in dem Pfarrer und nicht in den hauptamtlichen Mitarbeitern allein. So dass man sagt, na, die sind ja die Aushängeschilder. Nein, jeder einzelne Christ ist Aushängeschild der Gemeinde. Das heißt auf gut Deutsch, ich sage es mal etwas drastisch, wenn einer sagt, diese Gemeinde ist Mist, dann ist es auch seine Schuld, dass es so ist, weil er sich nicht anders einbringt. Wir sind das Aushängeschild. So wie wir auftreten, so wie wir leben, wird es deutlich. Werden Menschen durch uns erbaut oder eher abgeschreckt? Wie wichtig ist uns Gemeinde? Ist uns deutlich, dass sich Christus durch unser Verhalten in der Gemeinde verherrlichen will? Paulus fordert uns jetzt ganz schön heraus. Und dieses Thema, wie lebe ich das, wird letztlich jetzt auch alle Kapitel durchziehen. Was bedeutet das? Damit werden wir uns in den nächsten Tagen beschäftigen. Himmlischer Vater, es ist schon erstaunlich, was du uns zutraust und was du unseren Gemeinden zutraust. Manchmal zweifeln wir daran, dass da wirklich so eine Ausstrahlung, so eine Kraft da sein kann. Manchmal denken wir, wir sind ja doch nur Lückenbüßer. Aber du zeigst uns, nein, sind wir nicht. Wir sind viel, viel mehr. Und Christus will uns dazu ermutigen. Ach, schenke uns doch, dass wir das in unseren Gemeinden neu entdecken und lernen. Dass jeder seinen Teil dazu tut, damit wir im Ganzen gesegnet sind und im Ganzen ausstrahlen, was Gott möchte. Nämlich, dass wir einen wunderbaren Gott haben und dass Christus an unserer Seite ist und wir so keine Angst haben. Amen. So wünsche ich Ihnen heute einen gelingenden Tag.